Dankeschön. Dankeschön. Natürlich erstmal einen schönen guten Abend hier im Birdland. Ja, wir waren ja schon mal hier. Ich glaube, das war 2014 und wir sind jetzt völlig überrascht, dass wir nochmal engagiert worden sind. Das passiert uns normalerweise ja nie. Vielleicht war es auch nur ein Versehen, ich weiß es nicht so. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns hier zu sein, denn das Birdland ist ja einer der schönsten und exklusivsten Jazzclubs, die ich in den letzten Tagen so gesehen habe. Ja, also wir haben natürlich uns Mühe gegeben und haben ein neues Programm vorbereitet, also nicht eingeübt, sondern vorbereitet. Zum Einüben haben die 6 Jahre nicht ausgereicht, aber gut, wir haben begonnen mit einem Blues von Eddie Davis und der hieß Light and Lovely. Und jetzt geht es weiter mit einem der berühmtesten Kompositionen von Dexter Gordon und dieses Stück heißt Cheesecake. Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Das war ein alter Standard, der hieß Robin's Nest, in einem schönen Arrangement von Johnny Griffin und Eddie Lockshaw-Davis Anfang der 60er Jahre aufgenommen. Und Sie merken schon, wir spielen vor allen Dingen Jazz der 50er und 60er Jahre. Das folgende Stück ist schon fast zu modern von uns. Es entstand ungefähr Ende der 60er Jahre und es hat Stanley Turrentine berühmt gemacht. Also das Stück war schon vorher berühmt und es handelt sich um Meat Wave, Fleischwelle. Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Ja, Dankeschön. Und ja, wer dieses Stück nicht kannte und jetzt meint, das wäre viel jüngeren Datums entstanden. Nein, es war viel älter. Es war von Thelonious Monk, Ende der 40er Jahre komponiert. Und es hieß Mysterioso. Und jetzt spielen wir noch ein Stück vor der Pause. Und das ist ein guter Anlass, mal die Band vorzustellen. Das mache ich eigentlich immer schon so, schon seit Tagen. Und ich fange an mit unserem Schlagzeuger. Das ist Ralf Ruhr am Schlagzeug. Und am Kontrabass Lars Gülke. Und an diesem hervorragenden Flügel Dan Robin Mattis. Und an diesem hervorragenden Saxophon Patrick Braun. Ja, es gibt natürlich auch CDs von uns, das muss ich natürlich erwähnen, einfach aus bestimmten Gründen. Und die gibt es an der Kasse, glaube ich, zu kaufen zurzeit noch. Und das wollte ich sagen. Außerdem spiele ich in meiner Freizeit Saxophon. Mein Name ist Bernd Suchland. Und jetzt spielen wir noch ein sehr bekanntes Stück von Dizzy Gillespie und das heißt Grooving High. Thank you.
Musik.